ベルリンから届いた医大の入学許可書だ。署名しなさい。私には勉学よりも大切なものがあります。今はお前の人生の中で一番大事な時期だ。勉強に集中しなさい。大東亜共栄圏建設のための聖戦に新民一丸となり命を捧げて戦っています。戦争に背を向けて逃げるような卑怯者にはなりたくありません。戦争はすべてくだらないことだ。おじい様を侮辱しているんですね。達夫、言葉を慎みなさい。祖国のことを考える前に人間のことを考えなさい。それが医者の道だ。それはおじい様を殺した朝鮮人たちをも治療するということですね。私には死んでもそんな真似はできません。Der Nachrichtendienst hat anscheinend herausgefunden, dass die Alliierten am Pas-de-Calais eine groß angelegte Landung planen. Wir haben das große losgezogen, dass wir an die Normandie versetzt werden. Mann, wir sind ja alle tot, wenn Deutschland den Krieg verliert. Verstehst du das? Meinst du, in unserer Heimat nehmen sie uns wieder auf? Wir sollten glücklich sein, dass wir nicht als Verräter angeklagt und hingerichtet werden. Warum sollten wir fliehen? Du redest jetzt schon seit 2 Jahren davon. Diesmal tue ich es wirklich. Ich habe von einem aus anderer Division gehört, es gibt ein geheimes Handelsschiff nach Jamaika, von Hafen Cherbourg in Nähe Normandie. Und wie willst du bis nach Cherbourg kommen? Willst du dahin schwimmen? Wenn sie dich beim Desertieren erwischen, wirst du auf der Stelle erschossen. Wollen wir wetten? Ich wette 50 Mark dagegen, dass du es nicht schaffst. 100, Arschloch. Und deinen Stiefel, Schwein. Unser Bataillon dient als Verstärkung beim Aufbau einer Barriere- und Verteidigungslinie gegen einen möglichen Angriff vom Atlantik. Ab morgen werden wir hier gemeinsam mit der Division 795 entlang der Küstenlinie einen Schutzwall errichten. Der Bau einer unüberwindlichen Mauer an der Küste der Normandie ist unsere Mission! Es wird Zeit, dass du deinen Freund aus Chausson vergisst. Es gibt hier keinen Asiaten. Du bist der Einzige. Der misst Kerl als gut. Der kann ganz frei rein und raus aus der Kaserne. So, warum bleibst du stehen? Lass uns gehen. Ich geh schon mal vor. Ich komme nach. Muss mich kurz ausholen. Bis gleich.
死んだんじゃないかと心配したよ。お前が東方部隊にいるとはな。ノルマンディにはいつ来たんだ。ルシ君、なんか言ったか。もう一度話してくれないか。こっちの方がむしろ楽かも。忠誠も悲鳴ももう聞こえないから。終わったよ。Jungs, wir spielen Fußball, ja? Dazu! Spiel mit! Wir gegen die 8. Kompanie! Komm! Es geht im Mai! Spiel auf! Ja! Auf, auf! お前と初めて走った時のことをたまに思い出す。引っ越してきたり、ゴム口が抜けて俺が負けたけど、競争相手ができて嬉しかったんだ。俺たち遠くまで来てしまったな。ここから形状まで走ったらどれぐらいかかるんだ。1年以上かかるかな。